Wir schauen einmal rein in die aktuelle Lage. Der Abu Chaka Clan. Der Clan hat einen palästinensischen Hintergrund. Sein Oberhaupt Arafat Abu Chaka. Der Abu Chaka Clan ist zahlenmäßig mit mehreren hundert Mitgliedern eher das Schlusslicht. Dafür ist er wahrscheinlich am bekanntesten. Zu ihrem zweifelhaften Ruhm gelangte die Familie vor allem durch ihre Verwicklung in die Deutschrap-Szene und Arafats Zerwürfnis mit dem Rapper Bushido, dessen Management er lange übernommen hatte. Auch der Sohn des Clan-Chefs stand jetzt vor Gericht. Er wird beschuldigt, Teil einer brutalen Überfallserie auf Prostituierte zu sein. Der Remo-Clan. Der Clan hat einen arabischen Migrationshintergrund. Clan-Oberhaupt ist Issa Remo. Mit 500 bis 1000 Mitgliedern zählt er hier eher zu den kleinen Clans, aber unterschätzen sollte man die Großfamilie nicht. Unter anderem sollen sie für den Einbruch in die Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe und den Raub der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum verantwortlich sein. Der Miri-Clan. Er kommt aus dem Libanon und ist vor allem in Niedersachsen vertreten. Clanboss ist Ibrahim Miri. Weit über zwei Dutzend türkisch-libanesische Familien gehören zu den Miris und so besteht er aus mehr als 1000 Mitgliedern. Dem Clan werden schwere Fälle von Drogenhandel, Diebstahl und Hehlerei vorgeworfen. Der Al-Sain-Clan. Der Clan ist eine weit verzweigte kurdisch-arabische Großfamilie. Der Clanboss Mohamud Al-Sain, der mittlerweile in der Türkei lebt. Mehr als 10.000 Mitglieder hat der Clan, illegale Geschäfte mit Drogen und Waffen, Zuhälterei, Geldwäsche, Körperverletzung, Betrug und Diebstahl sollen zur Tagesordnung des Al-Sain-Clans gehören. Außerdem soll der Clan auch in den Einbruch in die Juwelierabteilung des Berliner KDW verwickelt gewesen sein. Herr Wendt, wenn man das jetzt sieht, also die Namen sind bekannt, die Straftaten sind bekannt. Für mich als Bürgerin ist es jetzt wirklich die Frage, warum greift die Justiz nicht ein? Ja, zunächst einmal darf man nicht glauben, das ist jetzt eine feststehende Gruppe. Wäre im Übrigen auch sozialpolitisch völlig falsch, weil man muss neben den ganzen polizeilichen und justiziellen Mitteln auch kommunikative und soziale Aspekte immer beinhalten. Das heißt, was machen wir eigentlich mit denjenigen jungen Menschen, die in einem solchen Clan, in einer solchen Familie sind, da aber raus wollen? Für die müssen wir ein Angebot haben. Denen dürfen wir nicht sagen, ja, du willst zwar Polizistin oder Polizist werden, geh du mal in deinen Clan zurück, wir wollen dich hier nicht haben. Das genau dürfen wir nicht tun. Darüber kommen wir gleich noch, über die Lösungsansätze, aber warum greifen wir da nicht ein? Die Namen sind bekannt. Die Polizei greift ein. Also im Übrigen nicht nur mit polizeilichen Mitteln. Von der Illusion müssen wir uns auch lösen. Manchmal ist das Finanzamt in der Bekämpfung der Clan-Kriminalität fast so wirkungsvoll wie ein Spezialeinsatzkommando der Polizei. Oder ein Ordnungsamt oder eine Gesundheitsbehörde, eine Schulbehörde, die wir alle in Mithaftung nehmen müssen und das ja auch tun. Es finden ja sehr, sehr ausgefeilte Konzepte mittlerweile statt. Ich habe mich gefreut, in Neukölln hat Falko Leke beispielsweise das immer wieder beschrieben. Seit vielen Jahren ist er damit beschäftigt, auch sozialpolitische Ansätze in den Schulen, in den Familien zu wirken. Aber eben nicht nur mit Polizei. Und in Nordrhein-Westfalen werden alle diese Behörden miteinander verbunden. Es gibt Schwerpunktkommissariate, Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Das ist genau der richtige Ansatz. Aber seit einigen wenigen Jahren her. Diese Clans haben wir seit 30, 40 Jahren in Deutschland. Wir werden die nicht in 5 Jahren wegkriegen. Ich glaube, da brauchen wir eher 50 für. Aber wer versagt denn hier, Herr Gaffron? Also, ich wollte noch mal eins nachtragen. Ich habe nicht prinzipiell eine Schelte der Polizei einseitig geben wollen. Es ist auch der dahinterstehende Staat. Wenn die Leute also, sie marschieren sofort auf mit einer Reihe von hochbezahlten Anwälten. Und wer unser Strafprozessrecht kennt und all dies, weiß, dass ein Großteil der Leute innerhalb kürzester Zeit wieder auf freien Fuß ist. Strafen folgen nicht auf dem Fuß, sondern nach Monaten sind Gerichtsprozesse. Bis dahin ist der Mensch längst im Libanon oder sonst wo abgetaucht oder in einem anderen deutschen Land. Also der Staat versagt. Nein, komplett. Wir sind nicht wehrbereit. Das heißt, diese Gesellschaft, ich bin ja dafür, dass Soziales getan wird. Im Übrigen, es gibt in Neukölln nicht 10, nicht 20, es gibt Hunderte, Tausende Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind, die Sozialarbeiter sind, die Gespräche führen, die Gruppentherapien anbieten und alles Mögliche. Das stelle ich alles nicht in Frage. Aber der Staat zeigt nicht Flagge. Ich habe Polizisten gefragt, warum sie nicht eingreifen in der Hermannstraße, als in der U-Bahn geprügelt wurde. Da hat der gesagt, meine Kolleginnen und ich gehen hin. Und dann haben die 5 Zeugen, die sagen, wir haben gesagt, hey, ihr Kanackenbrut. So, dann wird das aufgeschrieben, Strafantrag, Racial Profiling, Kanackenbrut. Ja. Schon, und die kriegen immer recht.
So, weil die natürlich zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Wir müssen mal die Wahrheit sagen. Da müssen wir aber einmal ganz, ganz kurz einhaken. Ist Racial Profiling kein Problem? Also ist es nicht wirklich so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, als blonde Frau wahrscheinlich jetzt nicht direkt kontrolliert werde und andere schon eher? Gibt es nicht auch Racial Profiling? Nein, Racial Profiling gibt es nicht. Keinen einzigen Fall in Deutschland, würde ich sagen. Den einzelnen Fall gibt es immer. Aber es gibt kein strukturelles Problem und es gibt schon gar nicht das sozusagen als polizeiliche Einsatzmaxime. Das wird ja gelegentlich behauptet, dass Polizei, wenn sie in bestimmten Gebieten Kontrollen vornimmt, in Wahrnehmung ihres gesetzlichen Auftrages übrigens und dabei polizeiliche Erfahrung und die Augenblickssituation berücksichtigt, dann ist das Racial Profiling. Wir sind ja in Berlin in einer ganz anderen Situation. In Berlin macht ja der Gesetzgeber ein Gesetz, das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Da steht dann drin, dass derjenige, der behauptet, diskriminiert worden zu sein von der Polizei, die Polizei dann in die Pflicht versetzt, zu beweisen, dass sie nicht diskriminiert hat. Also ein völlig absurder Zustand, der hier stattfindet. Aber ich erlebe das ja immer auch bei der Bundespolizei, die in den grenznahen Regionen den gesetzlichen Auftrag hat, beispielsweise illegale Migration zu bekämpfen und zu verhindern. Und das wie bei Personenkontrollen, nicht die erkennbar 80-jährige Oma kontrolliert, sondern beispielsweise eine Gruppe, die sich auffällig verhält, die Gepäck bei sich hat, das zu kontrollieren ist und die möglicherweise zu dem Personenkreis gehört, der überhaupt in Frage kommt bei der illegalen Migration, dass sie die kontrollieren, liegt auf der Hand. Alles andere wäre übrigens Blödsinn. Und es würde auch rechtswidrig sein, das, was ich gelegentlich aus der Politik höre, dass man beispielsweise, um Racial Profiling zu verhindern, jede achte oder zehnte Person kontrollieren soll. Das ist natürlich völlig absurd und es wäre auch rechtswidrig. Denn ich darf niemanden kontrollieren, nur weil er die achte oder zehnte Person ist. Hier frage ich einmal Herr Siegelko, Antonia, wie sehen Sie das? Also, wenn wir über Racial Profiling sprechen, muss ich schon sagen, ich gucke den Arafat Abouchaka an. Er sieht sehr ähnlich wie mein Vater aus. Mein israelischer Mann sieht auch nicht sehr anders aus. Und ja, also mein Mann ist komplett Israeli. Ich bin halb Deutsch, halb Israelin. Mein Mann total Israeli. Wir leben schon seit 5 Jahren in Berlin und natürlich fühlt auch mein Mann mal sehr oft, dass er anders angeguckt wird. Wenn wir jetzt reden, warum der Staat versagt hat, kann ich nur sagen, wir sehen uns nicht nur ähnlich, Araber und Israelis, wir kommen auch irgendwie von einer sehr ähnlichen Kultur, Familienkultur. Wie wollen wir eigentlich diese Jugendliche oder diese jungen Männer von den Clans rauskriegen, wenn wir denen in Deutschland nichts anderes anbieten? Die kriegen in diesem Clan nicht nur Kriminalität, die kriegen auch ein Familiengefühl. Das tun die Deutschen denen nicht anbieten. Das ist eine gute Frage, die würde ich gerne direkt an Herrn Siegelko weitergeben. Wie wir es schaffen, dass wir sie auch rausholen. Ich glaube, der Ansatz ist nicht, man sollte jetzt auf Teufel komm raus versuchen, Menschen irgendwo rauszuholen, sondern man muss genügend Angebote schaffen, dass jeder Mensch irgendwo hingehen kann, wo er sich aufgenommen fühlt. Ich bin nicht dafür, dass man Gesetze für arme Kinder macht. Ich bin dafür, dass man Gesetze für Kinder macht. Und ich bin dafür, dass man Angebote für alle schafft. Und das machen wir. Wir sind nicht programmorientiert, sondern wir sind beziehungsorientiert. Ich glaube, das ist das Wesentliche, das, was ich vorhin schon sagte, dass Vertrauen aufgebaut werden muss, dass man Vertrauen hat. Ich bin 27 Jahre lang in Berlin-Hellersdorf, ich bin mit der Arche deutschlandweit, viele Jahre am gleichen Ort, aber vor allem mit den gleichen Mitarbeitern, mit den gleichen Menschen. Und das Sozialsystem, was wir heute haben, man finanziert von einem Haushaltsjahr zum anderen. Dann werden Mitarbeiter ausgetauscht. Es fehlen diese Ansprechpartner. Die Leute, die in bestimmte Bezirke und bestimmte Gebiete sind, sind entweder ausgebrannt und schnell weg. Die halten gar nicht mehr durch, weil sie nicht den Rückhalt haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Ansprechpartner, die das Vertrauen der Menschen, auch der Clan-Kinder, der Clan-Jugendlichen haben, die müssen da sein. Und zwar langfristig müssen sie da sein. Sie müssen nachhaltig arbeiten. Eins unserer Konzepte. Und interessant ist, dass jedes Kind in jeder Arche, jeden neuen Mitarbeiter in Deutschland ohne Absprache fragt, wie lange bleibst du? Ja, weil wir projektorientiert arbeiten. Genau, wir arbeiten so nur noch projektorientiert. Mhm. Wir sourcen aus, wir wechseln aus. Wir sind aber keine Bank, die ihre Manager aussortieren müssen, sondern wir arbeiten mit Menschen. Väter und Mütter sind in der Regel auch über Jahre in der Familie und erziehen ihre Kinder und unterstützen. Und das brauchen wir in unserem Sozialsystem. Dann wird es funktionieren. Und das funktioniert ja seit Jahrzehnten in Deutschland nicht. Mhm.